Alles so Fragen, die noch unbeantwortet sind und wo wir im Moment dran sind. Und nicht nur wir, sondern viele Labors auf der ganzen Welt, die wissen wollen, wie sich dieser Übungsprozess der Meditation über die Zeit entwickelt. Stichwort EEG, als ich damals angefangen habe, mich für die Meditation zu interessieren, war es primär der Theta-Bereich, in dem das Ganze stattfinden sollte. Dann kam Singer mit seiner Binding Frequency und plötzlich hat alle Welt auf die 40 Hertz geschaut und sie vermehrt im Hirn von Meditierern gefunden. Wie ist da dieses Verhältnis? Ja, so ganz am Anfang, noch ein bisschen früher, bevor diese Theta-Befunde kamen, kam auch mal so die Idee, Alpha, die Alpha-Erfahrung, ja, wo man gedacht hat, aha, die meditieren, die machen die Augen zu und ich messe das EEG und siehe da, da tritt Alpha-Rhythmus auf, vermehrt. Das hat auch schon Berger gefunden, als er das EEG entdeckt hat. Das heißt, das war im Grunde erstmal nichts Besonderes. Das heißt, in der Kontrollpersonengruppe, wenn die Augen zumachen, egal was sie tun, sich einfach nur entspannen, dann habe ich auch vermehrt Alpha-Aktivität. Es gab dann Untersuchungen an Zen-Mönchen, wo vermehrt Theta-Aktivität berichtet worden ist. Auch bei der transzendentalen Meditation gab es solche Befunde, wo man gesagt hat, das sind besonders die erfahrenen Meditierenden, die älteren Mönche. Das war auch keine Theta-Aktivität. Also Theta-Aktivität ist auch wieder ein Begriff, wo man im EEG sehr aufpassen muss. Es gibt vermehrt Theta, wenn sie einschlafen, wenn sie dösen. Und es gab dann auch Leute, die sagten, ah ja, der Mönch hat gelernt, im Sitzen zu nicht umzufallen und zu dösen. Und ist so im ersten Schlafstadium quasi. Das hat man dann aber sehr schnell herausgefunden, dass das nicht dasselbe ist, sondern dass die Mönche sofort da sind und hellwach reagieren, wenn man sie anspricht. Also die sind nicht weggedöst, sondern die sind sehr aufmerksam. Es gibt auch Theta-Frequenzen, die zusammenhängen mit dem Arbeitsgedächtnis, besonders hier so frontale Theta-Aktivität werden mit Working Memory assoziiert. Es gibt wieder andere Studien, auch mit EEG-Theta-Aktivität, die mit Zuständen von Glückseligkeit assoziiert worden sind. Also es sind sehr, sehr heterogene Befunde in Bezug aufs EEG, bis dann 2004 diese Studie mit den tibetischen Mönchen rauskam, die schon in der Baseline-Bedingung, also schon vor der eigentlichen Meditation, erhöhte Gamma-Werte hatten und dann auch extrem hohe Aktivitäten, als die Meditation begonnen hat. Die haben so eine Meditation allumfassenden Mitgefühls da praktiziert und das waren Werte, wie sie vorher niemals bei Gesunden gemessen worden sind und die schon extrem von den Amplituden her groß sind und große Amplituden heißt immer, da müssen sehr viele Zellen gleichzeitig feuern, damit sowas zustande kommt. Und normal liegt das unter 10 Mikrovolt und das waren halt wirklich sehr, sehr große Amplituden, also ein Vielfaches davon. Es sind seitdem viele Gamma-Jäger quasi in dem Bereich der Meditationsforschung unterwegs. Und jetzt gerade 2010 ist ein Artikel rausgekommen oder 2009 Ende von dem Rael Khan, der einen großen Übersichtsartikel gemacht hat über Meditation und Veränderungen im EEG, auch in bildgebenden Verfahren. Der hat jetzt 2010 ganz speziell nur ein Review gemacht zur Frage, er vermehrte Gamma-Aktivität bei Meditierenden, wo er auch eigene Daten berichtet, wobei Vipassana-Meditieren im okzipitalen Kortex vermehrt Gamma-Aktivität auftritt. Dass das früher nicht gefunden worden ist, hängt vielleicht auch daran, dass die Leute gar nicht in den Bereich geschaut haben. Dass man Filter eingesetzt hat, das ging dann hoch bis 30 Hertz und man hat dann abgeschnitten. Und Gamma ist halt ab 30 Hertz aufwärts, so um die 40, sagt man. Und dann konnte man das auch gar nicht erfassen. In der mystischen Erfahrung ist das ja die zentrale Erfahrung, dass das Subjekt und das Objekt zu einem Gesamteindruck verschmelzen. Und das scheint so, als ob dieses sozusagen ein globales Binding. Sie hatten das Binding-Problem erwähnt, ja, dass du selektiv bestimmte Reizelemente zusammenfügen zu einem Objekt. Bewegung, Form und Farbe eines Balles zum Beispiel, der fliegt. Das wird zusammengebunden über Gamma-Aktivität, Kohärenz. Und da könnte es eben sein, dass das, wenn das global auftritt, über das ganze Gehirn hinweg, dass dann so eine Alleinheitserfahrung auftritt. Aber war das nicht bei Newberg, dass es primär im oberen Scheitellappen war? Herr Newberg hat eine Inspect-Studie gemacht und hatte gesehen, dass dort eine Region weniger stark durchblutet ist während der Meditation, wenn die Leute ja, so mystische Erfahrungen haben oder sehr stark verschmelzen mit dem Objekt, auf das sie sich konzentrieren. Das würde erklären, warum dieses Getrenntsein nicht so erfahren wird, weil ich mich als Person im Raum verorte, das ist eine Repräsentation, die dort entsteht. Und wenn die
nicht aktiv ist, die Region, dann ist sozusagen diese Repräsentation von einem Objekt, was getrennt im Raum sich aufhält, nicht vorhanden. Das begünstigt das Auftreten von einem Einheitserleben, aber es ist eher sozusagen ein negatives Symptom. Da fehlt eine typische Repräsentation im Hirn, die sagt, wo wir uns befinden, ja, womit wir navigieren im Raum. Diese Repräsentation wird während der Meditation nicht benutzt. Die Leute bewegen sich ja normalerweise auch nicht. Das heißt, der ganze propriozeptive Input, rezeptive Input aus dem Körper, der kommt nicht. Das wird nicht refreshed. Manchmal bei der Meditation weiß man ja auch nicht mehr, lag die Hand so oder so. Ja, das fehlt einfach, dieses subjektive Körperbild, was wir im Gehirn normalerweise geliefert haben. Und wenn das nicht da ist, können wir natürlich auch leichter eins werden mit allem. Aber das erklärt nicht alles. Also, das ist ein Aspekt. Und ich denke, da müssen noch mehr physiologische Mechanismen am Werk sein, als nur diese Deaktivierung hier unten im parietalen Kortex. Jetzt haben wir ein paar Mal über die transzendentale Meditation gesprochen. Dazu gibt es durchaus verschiedene Positionen. Ich habe eine dazu. Welche haben denn Sie? Ja, bei der transzendentalen Meditation, das ist manchmal schon so ein bisschen mit Bauchschmerzen verbunden, weil das in der Meditationsforschung eine Phase war, wo zwar intensiv in der Erkenntnisse gesammelt worden sind, wo aber auch man sagen muss, dass die Bewegung hinter der transzendentalen Meditation doch Forschung auch sehr stark zu Werbezwecken instrumentalisiert hat und zum Teil auch überzogene Behauptungen aufgestellt hat und dann immer gesagt hat, das ist alles wissenschaftlich bewiesen. Also das ist ein bisschen ein trauriges Kapitel in der Meditationsforschung, weil die sich etwas isoliert hat, die ganze Bewegung, die mit der transzendentalen Meditation verbunden ist. Ja, Sie haben das vielleicht auch verfolgt. Sie haben ja so einen politischen Arm auch, diese Organisation, die Naturgesetzpartei, wo dann auf Werbeclips Leute über Kissen hopsten. Das wurde als yogisches Fliegen, dargestellt. Und es sind schon auch zum Teil überwältigende Ideen in dieser Gruppe, die dahinter, steht, vertreten. Auch vom Auftreten her. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal den Leiter der Deutschland-Sektion. Mit Krone. Ja, mit goldener Krone, der dann das Publikum auffordert zu skandieren, Unbesiegbarkeit, also man will den Weltfrieden herbei meditieren und das ist schade aus Sicht der Forschung, aus meinen Augen, weil die Methode an sich ist gut, sehr gut untersucht, funktioniert auch gut, ist sehr wirksam, nur das Ganze drumherum, auch mit den kommerziellen Interessen, die Kurse sind sehr teuer. Und auch die ganzen politischen Ambitionen, die damit eine Rolle spielen, auch die auch Leute schon in Richtung einer Ideologie hinziehen, das ist ein bisschen ein trauriges Kapitel, aber da findet man sehr viel Informationen auch im Internet drüber. Und es gibt auch unabhängige TM-Lehrer, die sich von dieser Organisation losgesagt haben, weil sie sagten, das ist einfach etwas entgleist. Ja, wie bei vielen solchen Bewegungen. Das war ja auch bei anderen so, bei Bhagwan oder dann später Osho so, dass im Umfeld von solchen Führungsfiguren, jetzt wie in diesem Fall ist es der Maharishi, sich Organisationen bilden, die nicht so ganz astrein umgehen. Das ist wissenschaftlich, aber halt hat nicht viel mit Wissenschaft zu tun, was da zum Teil betrieben worden ist. Ja. Also ich werde mich damit auch noch mal dezidierter beschäftigen. Aber bis dahin der Tipp, es soll ein Film in die Kinos kommen, der heißt David Wants to Fly. Wenn er nur ansatzweise so gut ist wie der Trailer, guckt ihn euch an, bevor ihr 2400 Euro für die Meditationsschulung in der TM investiert. Wir können damit jetzt auch unmöglich aufhören. Das darf nicht Ja, das Schlusswort sein. Welche Meditationsform praktizieren Sie, Herr? für mich ist Meditation eine Forschungsmethode. Das heißt, ich setze mich eigentlich hin, um was zu erfahren, um zu experimentieren. In der Regel beginne ich damit, meinen Körper wahrzunehmen, wie er sich anfühlt, also wie die Sitzhaltung. Also es dauert immer eine Weile, bis man wirklich zur Ruhe kommt, wirklich sitzt. Das heißt, erstmal, also ich setze mich nicht hin und mache sofort irgendeine Technik, sondern lasse mir erstmal Zeit anzukommen, wahrzunehmen, was ist im Moment los im Körper und auch in diese Haltung zu finden. Dann nehme ich in der Regel zunächst die Atmung als Anker, verfolge die Atemzüge, manchmal zähle ich sie auch, ja, bis 10, das ist eine ganz gute Übung. Bei 10, wenn man da angekommen ist, fängt man wieder bei 1 an
und hat dadurch eine Kontrolle, ob man wirklich bei der Sache ist oder abschweift. Weil wenn man abschweift, vergisst man, wo man ist, zu zählen, oder man zählt bis 15, 16, 17 und dann merkt man auch, oh Moment, ja. Das sind so die zwei Haupttechniken. Das heißt, Körpergefühle beachten, Atem beachten und dann benutze ich manchmal auch ein Mantra in Verbindung mit der Atmung. Ja, das sind eigentlich so die Haupttechniken. Also keine irgendwie exotischen Visualisierungen, wie ich es jetzt zum Teil auch gelernt habe im Yoga, sich entlang der Wirbelsäule auf bestimmte Punkte zu konzentrieren und so. Ich habe ja auch eine Yogalehrerausbildung gemacht, aber da bin ich eigentlich eher inzwischen mehr hin zu den einfachen Methoden. Das heißt, Atembeobachtung, Körper durchwandern, wie sie auch gerade in der Vipassana-Meditation zum Beispiel empfohlen werden und wie sie auch in diesem achtsamkeitsbasierten Training von Kapazin gemacht werden. Das ist auch das, was wir im Moment hier untersuchen. Das heißt, es geht immer ein bisschen parallel. Ich will ja quasi wissen, was ich mit den Studierenden mache. Ich mache das ja hier auch in Lehrveranstaltungen unter der Überschrift Entspannungsverfahren, autogenes Training, progressive Relaxation, Yoga und Meditation. Da ist Hatha-Yoga natürlich wichtig, die körperlichen Übungen. Und bei den Meditationsverfahren machen wir auch verschiedene Sachen. Das ist quasi eine Lehrveranstaltung gewesen. Und unabhängig davon machen wir jetzt auch einen Kurs für gestresste Studierende in Achtsamkeitsmeditation. Das fängt jetzt gerade in dem Sommersemester an. Und da tue ich verstärkt natürlich die Techniken auch üben, die dort dann gelehrt werden, auch von mir. Herr Doktor, das war sehr spannend. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Thank you.